Wilde Sanderei. Nein, ich erzähle das nicht vorher. Da muss ich es ja machen. Ja, ich war das letzte Mal vor einem Jahr hier und da habe ich mich eigentlich ja noch nicht viel getraut. Oh Gott, schon gefahren. War das so schlimm? Ich war einfach so stolz, dass ich die Kurve geschafft habe, dass ich mir dachte, jetzt musst du auch durchziehen. When you run up against the wall and you cannot fall, so go off, go off, go off, go off, so go off, go off, go off, go off. When you run out of luck, did you get unstuck, so go off. When you run up against the wall and you cannot fall, so go off, go off. Gottes, das war aber schon krass. Also. Ja. Wie kannst du das alles? Weil die X-Line ist schwerer als das hier. Ah? Dann fahr doch mal. Okay. Ja, toll! Ja. Direkt den großen. Mega! Ja! Sehr geil! Das sah so easy aus, wie du da drauf zugefahren bist. Cool! Ich fahre jetzt seit etwa 2 Jahren Mountainbike und bin richtig happy mit meinem Fortschritt. Das erste Jahr habe ich mich echt super schwer getan und habe mich vieles nicht getraut. Aber ich bin dran geblieben und habe mich langsam gesteigert. Und was soll ich sagen, dieses Jahr hat es dann irgendwie Klick gemacht. Ich habe mich Stück für Stück an neue Features getraut und bin im Sommer sogar die X-Line gefahren. Zwar nur bis zur Mittelstation, aber das war für mich ein unfassbares Erfolgserlebnis, einfach weil es für mich noch vor einem Jahr so unvorstellbar war. Ich freue mich schon wahnsinnig, was die nächste Saison so alles mit sich bringt und kann es kaum erwarten.